Hi, ich bin Martin. Wir sprechen heute über Crisis Remastered. Das kam diese Woche raus, beziehungsweise letzte Woche, und ist der technische, überholte Teil des Teils, der am 13. November 2007 erschien. Crisis war damals eins der revolutionärsten Spiele der Shooter-Branche, mit der CryEngine damals sehr, sehr viel mehr möglich, als bislang halt in den damaligen Engines der Fall war. Die CryEngine wurde natürlich weiterentwickelt zu CryEngine 2, CryEngine 3 und letztendlich findet sie heute noch Verwendung in Projekten wie zum Beispiel Hunt Showdown. Ne? Das streame ich hin und wieder mal. Ne? Also abonnieren, dann könnt ihr euch da selber mal ein Bild von machen. Aber jetzt haben wir natürlich Crisis Remastered und ein Meme, was bei Crisis immer auftaucht, ist Can it run Crisis? So, und ich habe natürlich jetzt ein Setup, das ist schon 4 Jahre alt. Das heißt, ich habe ein bisschen reingeguckt und bei mir sind natürlich die Framerates direkt eingebrochen. Deswegen habe ich heute mir technische Unterstützung geholt und das Gameplay von Emma aufnehmen lassen. Der hat nämlich, oder ist hergegangen und hat mal geschaut, wie das Ganze denn in schön aussieht. Wenn ihr da Fragen zu den Specs habt, gerne in den Kommentaren euch auslassen und da hilft man euch dann bestimmt auch weiter. Nun, worum geht es bei Crisis? Bei Crisis geht es darum, dass die KVA, also die koreanische Volksarmee, eine Insel infiltriert hat und ein amerikanisches Archäologenteam gekidnappt hat. Jetzt sind wir als Special Operations oder US Special Ops, sind wir unterwegs in einem Fünferteam von Supersoldaten oder beziehungsweise Soldaten in Superanzügen, in Nanosuits. Und müssen dieses Archäologenteam retten. Jetzt kommt es natürlich vor, dass direkt bei der Landung natürlich einiges schief geht und man verstreut landet, man sich erst sammeln muss. Findet dann schnell heraus, dass auf dieser Insel natürlich Dinge vorgehen, die nicht so gesund für das Leben von Soldaten sind. Und entsprechend hilft natürlich der Nanosuit hier in allen Belangen. Der Nanosuit kann einen kann die Panzerung anheben, kann einen schneller machen, er kann unsichtbar machen und noch sehr, sehr stark springen bzw. super stark im Nahkampf machen. Ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Und wenn ihr da Bock drauf habt, euch das mal selber anzuschauen, Crisis Remastered gibt es für 30 Euro im Epic Store. Ne? Ist auch unten nochmal verlinkt. Wenn ihr da den Creator Code Defen83 nehmt, ne? Hashtag Werbung, dann bekomme ich da auch noch einen Obolus für. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr mal ein bisschen mehr Gameplay sehen wollt, dann sagt mal bitte Bescheid. Dann schaue ich mal, dass ich mein Setup relativ zügig upgraded bekomme, damit wir das auch zusammen zocken können. Alles in allem, natürlich, die Story hat sich nicht verändert. Es ist einfach nur auf einen neueren Stand, auf einen neueren technischen Stand gebracht worden. Es sieht unglaublich schön aus. Wie gesagt, Recording aktuell bei mir nicht so möglich. Dafür konnte ich es halt einigermaßen spielen. Alles in allem, es ist nach wie vor ein super Spiel. Und wer es noch nicht gespielt hat, der sollte sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Vor allem nicht für den Preis. Ich denke mal, 30 Stunden wird man da nicht reinstecken können. Aber gute 15 bis 20, denke ich, auf jeden Fall. Gerade wenn man vielleicht nochmal einen Stealth-Run machen möchte und so weiter und so fort. Oder vielleicht alle Dokumente finden möchte, die versteckt sind. Ihr kennt das. Und entsprechend kann ich hier auch guten Gewissens sagen, Leute, ihr könnt das Geld ruhig ausgeben für dieses Spiel, weil es lohnt sich halt. Es sieht schön aus, es ist überholt worden. Das Spielprinzip an sich ist nach wie vor einwandfrei, richtig geil gemacht. Und an dieser Stelle sage ich natürlich ganz recht herzlich Danke fürs Dabeisein. Hoffe natürlich, ich konnte euch einen kurzen Eindruck vermitteln. Ihr habt was vom Gameplay gesehen und hoffe natürlich, ihr seid in einem der nächsten Streams am Start. Hoffe natürlich, ihr lasst auch einen Daumen da. Ne? Komm, warum heute nicht? Heute hauen wir raus hier die CTAs. GGG. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream beim Frühsport, in der nächsten Review oder beim nächsten YouTube Patch Rundown. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Aktiviert.
Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Irgendwas auf dem Monitor. Wie es aussieht, nähert sich uns eine Flotte. Es muss die Kavallerie sein. Eine ganze Flotte nur für uns. Das kann Ihnen egal sein. Konzentrieren Sie sich auf die Befreiung der Geiseln. Aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Aktiviert.